Ein ICE-3 rollt in die Wartungshalle in Frankfurt am Main-Griesheim. Eine einfache Untersuchung steht an, in der lediglich kleinere Wartungsarbeiten vorgenommen werden. Nur 2 Stunden sind dafür vorgesehen. Der Zug hat seinen Ausbesserungsbedarf bereits vorab per Funk an die Werkstatt gesendet. Jetzt wird nur noch der Fehlerspeicher ausgelesen. So, das war's schon. Also von der eigentlichen Arbeit. Das sind die ganzen Daten, die wir auslesen sollten, beziehungsweise die ganzen Schalthandlungen, die der Zug hatte. Der Laptop hat im ICE längst den Schraubenschlüssel abgelöst. Trotzdem gibt es aber immer noch genügend Wartungsarbeiten, die auch im Computerzeitalter noch notwendig sind. Dazu gehören natürlich alle Teile, die sich bewegen, wie zum Beispiel der Türmechanismus. Auch das Ergänzen diverser Flüssigkeiten wird noch von Hand vorgenommen. Auch die ICET, die von Dresden über Leipzig die Bankenmetropole erreichen, werden hier in Griesheim untersucht. Zuvor wurden schon die Toiletten entsorgt und frisches Wasser nachgefüllt. Jetzt ist der ICET in die Wartungshalle gerollt und wird wie der ICE-3 eine kleine Untersuchung erhalten. Dazu gehört auch die Kontrolle der Stromabnehmer. Natürlich wurde vorher das Wartungsgleis stromlos geschaltet. 2 Etagen tiefer wird sich der Radsätze und Bremsen angenommen. Zuerst gibt es eine optische Prüfung. Bei Bedarf oder alle 10.000 Kilometer werden die Radscheiben per Ultraschall untersucht. So werden auch nicht sichtbare Risse oder Beschädigungen festgestellt. Nach dem schrecklichen Unfall in Eschede hat die Bahn die Intervalle für die Ultraschallprüfung deutlich gekürzt. Ergibt die Ultraschallprüfung Beanstandungen, wird der Radsatz sofort ausgetauscht. Auch dafür sind alle ICE-Werkstätten gerüstet. Da der Zug auf festgelegten Punkten steht, können im Bereich der Drehgestelle die Schienen entfernt und dann der Radsatz nach unten abgelassen werden. Der Wechsel dauert nur Minuten. Währenddessen sind im Fahrgastraum die Reinigungskräfte unterwegs. Auch das gehört zur täglichen Arbeit. Jetzt noch die Prüfung der Magnetschienenbremse. Julia, jetzt machst du die Schnellbremsung. Pünktlich nach nur 2 Stunden ist der Zug fertig und verlässt wieder das ICE-Werk in Frankfurt-Griesheim.